Wir werden uns hier mit dem Rauminhalt und der Oberfläche von verschiedenen Körpern beschäftigen. Und zwar Quader, Würfel, Prisma, Zylinder, Pyramide, Tetraeder, Kegel und Kugel. Beginnen wir mit einem Quader. Ein Quader ist eine Art Dose, deren Seitenflächen lauter Rechtecke sind. Hier noch ein Quadermodell. Die Oberfläche eines Quaders besteht aus lauter Rechtecken. Das können wir schön sehen, indem wir den Quader entfalten. Zur Berechnung des Inhalts der Oberfläche brauchen wir also keine neue Formel. Es reicht ja, Rechtecksflächeninhalte zu addieren. Kommen wir jetzt zum Rauminhalt von einem Quader und dazu nehmen wir dieses Beispiel. In diese Ecke da unten setzen wir ein Einheitswürfelchen hinein, so, und längs dieser Kante mit Länge 16 passen 16 solche Einheitswürfelchen. So erhalten wir solch einen Balken, der 16 Einheitswürfelchen enthält. Und wie viel solcher Balken können wir auf diese Basis des Quaders setzen? Wir haben hier schon mal einen, da ist ein zweiter, ein dritter, ein vierter und selbstverständlich für unser Beispiel gibt es 10 solche Balken, die jeweils 16 Einheitswürfelchen enthalten. Was also bedeutet, hier auf dieser ersten Schicht sind 160 Einheitswürfelchen enthalten. Zeichnen wir diese erste Schicht mit 160 Einheitswürfelchen. Also hier drin passen 16 mal 10, das heißt 160 Einheitswürfelchen. Und wie viele solche Schichten passen in unser Quader hinein? Da ist eine, da ist die zweite, die dritte, die vierte und hier passen natürlich 5 solche Schichten hinein, weil diese Kantenlänge hier 5 ist. Wie berechnet man also insgesamt den Rauminhalt von einem Quader? Wir rechnen Länge 16 mal Breite 10 mal Höhe 5. Oder auch 16 mal 10, das ergibt diese Basisfläche, nennen wir sie allgemein Groß B. Und dann wird noch mit der Höhe H multipliziert. Moral der Geschichte, Rauminhalt eines Quaders, das ist die Basisfläche B mal die Höhe H. Ein Würfel ist ein besonderer Quader, dessen Seitenflächen lauter Quadrate sind. Wir können das hier schön erkennen, indem wir diesen Würfel entfalten. Würfel sehen also so aus. Das sind Quader, deren Seitenflächen lauter Quadrate sind. Um den Oberflächeninhalt eines Würfels zu berechnen, brauchen wir also auch keine neue Formel, denn es ist ja die Summe lauter Quadratsflächeninhalte. Und um den Rauminhalt zu berechnen, können wir die Formel für ein Quader nehmen, also berechnen wir den Flächeninhalt der Basis B mal die Höhe H, die hier S genannt wird. Und selbstverständlich der Flächeninhalt von der Basis, das ist S mal S, weil es ja ein Quadrat ist. Und dieses S mal S wird noch mit diesem S multipliziert, also ist der Rauminhalt eines Würfels nichts anderes als die Kantenlänge S
hoch 3. Kommen wir jetzt zum Prisma. Ein Prisma sieht so aus. Die Basisfläche von einem Prisma muss aber nicht unbedingt ein Dreieck sein. Es könnte auch, wie hier, ein Sechseck sein. Um die Oberfläche von einem Prisma zu berechnen, brauchen wir sie ganz einfach nur zu entfalten. Und so erkennen wir, dass diese Oberfläche aus Rechtecken und aus Dreiecken besteht. Also auch hier brauchen wir keine neue Formel. Um den Rauminhalt zu berechnen, berechnet man zuerst den Flächeninhalt der Basis, den wir hier groß B nennen, und dann multipliziert man diesen Flächeninhalt mit der Höhe von dem Prisma, Höhe, die ich hier per Schieberegler einstellen kann. Kommen wir jetzt zum Zylinder. Ein Zylinder sieht so aus. Basis und Deckel sind gleich große Kreise. Hier ein weiteres Zylindermodell. Der Inhalt der Oberfläche eines Zylinders wird selbstverständlich berechnet durch Summe der Flächeninhalte von zwei gleich großen Kreisen und von einem Rechteck. In diesem Zylindermodell kann man den Radius des Zylinders sowie auch seine Höhe verstellen. Um den Oberflächeninhalt zu berechnen, berechnen wir also den Flächeninhalt von zwei gleich großen Kreisen und den Flächeninhalt von einem Rechteck. Um den Rauminhalt von solch einem Zylinder zu berechnen, berechnen wir einfach den Inhalt der Basisfläche, diese Kreisfläche, und multiplizieren diesen Flächeninhalt mit der Höhe h vom Zylinder. Kommen wir jetzt zum Kegel. Ein Kegel sieht so aus. Die Basisfläche ist eine Kreisfläche und jeder Punkt dieser Kreislinie wird mit einem selben Punkt verbunden. Und diesen oberen Punkt nennt man die Spitze des Kegels. Alle Punkte dieser Basiskreislinie liegen gleich weit von der Kegelspitze entfernt. Und deshalb besteht die Oberfläche eines Kegels zuerst mal aus dem Basiskreis. Und diese Mantelfläche hier, das ist nichts anderes als ein Kreissektor. Der Oberflächeninhalt eines Kegels wird also berechnet als Summe zuerst mal des Inhalts der Basisfläche, also Pi r Quadrat, plus diese Mantelfläche, die nichts anderes ist als ein Kreissektor. Wieso das Pi mal r mal s ergibt, erkläre ich im Detail im Tutorial D4028 Winkel und Kreis. Hier ein Kegel und ein Zylinder. Sie sind genau gleich hoch und ihre Basisflächen sind genau gleich groß. Ich werde jetzt zeigen, dass der Rauminhalt von diesem Zylinder genau das Dreifache vom Rauminhalt von diesem Kegel ist. Und dazu werde ich diesen Kegel zuerst mit Wasser füllen. Randvoll. Und dieses Wasser gieße ich jetzt in den Zylinder hinein. Da ist aber noch viel Platz. Also machen wir es nochmal. Wieder randvoll. Und schütten dieses Wasser wieder in den Zylinder. Da ist immer noch Platz,
Also machen wir es ein drittes Mal. Und gießen auch dieses Wasser in den Zylinder. Und wir stellen fest, dass der Zylinder jetzt randvoll ist. Das ganze Wasser passte genau in diesen Zylinder hinein. Woraus wir also schließen, ich leere jetzt den Zylinder, so. Woraus wir also schließen, dass der Rauminhalt von diesem Zylinder genau das Dreifache vom Rauminhalt von diesem Kegel ist. Oder auch, der Rauminhalt von diesem Kegel ist genau ein Drittel vom Rauminhalt von diesem Zylinder. Um also den Rauminhalt von einem Kegel zu berechnen, berechnet man zuerst den Inhalt des entsprechenden Zylinders, das heißt des Zylinders mit derselben Basis und derselben Höhe, also Flächeninhalt B von der Basis mal Höhe H. Und dieses Zylindervolumen wird dann durch 3 geteilt, weil der Rauminhalt vom Kegel ja genau ein Drittel vom Rauminhalt des entsprechenden Zylinders ist. Kommen wir jetzt zur Pyramide. Eine Pyramide sieht so aus. Es geht von einer Spitze hin zu einer Basisfläche, die ein Vieleck ist. Diese Basisfläche muss nicht unbedingt wie hier ein Quadrat oder ein Rechteck sein. Die Basisfläche einer Pyramide kann zum Beispiel auch ein Sechseck sein. Auch das ist eine Pyramide. In diesem Pyramidenmodell kann ich die Höhe nach Belieben einstellen. Die Oberfläche dieser Pyramide besteht aus einem Rechteck, die Basis, und 4 Dreiecken. Das kann man schön erkennen, indem man diese Pyramide entfaltet. Also, um den Oberflächeninhalt der Pyramide zu berechnen, reicht es, 4 Dreiecksflächeninhalte zu berechnen und ein Rechtecksflächeninhalt. Zum Rauminhalt einer Pyramide gehen wir genauso vor wie beim Kegel und Zylinder, hier Pyramide und Quader. Wir berechnen zuerst den Rauminhalt von dem entsprechenden Quader mit derselben Basis und derselben Höhe, das heißt Basisflächeninhalt B mal die Höhe H, und teilen dann diesen Rauminhalt des Quaders durch 3. Weil diese Pyramide genau 3-mal in den entsprechenden Quader hineinpasst. Kommen wir jetzt zum Tetraeder. Wenn die Basisfläche von einer Pyramide ein Dreieck ist, dann nennt man diese Pyramide ein Tetraeder. Die Oberfläche eines Tetraeders besteht aus 4 Dreiecken. Das ist schön zu erkennen, wenn man dieses Tetraeder entfaltet. Wir haben das Basisdreieck und dann noch diese 3 Seitendreiecke. Um den Rauminhalt von einem Tetraeder zu bestimmen, geht man genauso vor wie beim Kegel verglichen mit dem Zylinder, hier eben Tetraeder verglichen mit dem entsprechenden Prisma. Zuerst rechnet man den Rauminhalt vom Prisma, also Basisflächeninhalt mal Höhe, und dann teilt man durch 3. Jedes Mal, wenn es von der Basisfläche aus in die Spitze geht, wird hier durch 3 geteilt. Letztendlich kommen wir zur Kugel. Eine Kugel sieht so aus. Alle Punkte der Oberfläche dieser Kugel liegen gleich weit vom Zentrum der Kugel entfernt. Der Oberflächeninhalt einer Kugel wird berechnet durch
4 mal Pi mal r hoch 2. Um diese Formel zu behalten, kann man daran denken, dass der Oberflächeninhalt einer Kugel genau 4 mal so groß ist wie der Flächeninhalt von dem Kreis mit demselben Radius wie die Kugel. Das bedeutet also, dass diese Kreisfläche 4 mal auf diese Oberfläche passt. Ganz egal, wie groß der Radius der Kugel ist, die Oberfläche der Kugel ist immer genau 4 mal so groß wie der Flächeninhalt von dem Kreis mit demselben Radius wie die Kugel. Dass das ganz genau so passt, sehen wir im Tutorial D6016, Inhalt einer Revolutionsfläche. Der Rauminhalt einer Kugel wird berechnet durch 4 mal Pi mal r hoch 3 Drittel. Diese Formel wird in diesem Tutorial genauestens bewiesen. Für die Leute, die sich schon mit Stammfunktionen auskennen, der Rauminhalt der Kugel ist nichts anderes als die Stammfunktion vom Inhalt der Oberfläche. Wenn wir die Stammfunktion von 4πr² berechnen mit der Variablen r, dann finden wir effektiv 4πr hoch 3 Drittel.